euch, meine Lieben. Heute gibt es bei mir Naturkotelett mit Speckbohnen. Und wir brauchen dafür Schweinefleisch. Das ist bei dir vielleicht vom Nacken. Dann brauchen wir Bacon. Ich habe hier frische Bohnen. Du kannst natürlich auch welche aus der Dose nehmen. Paprika, Paradeiser, Knoblauch, etwas Thymian, frischen Zwiebel, Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Paprikapulver, edelsüßes, also mildes, du kannst auch scharfes nehmen, wenn du möchtest, Wasser zum Aufgießen und Rotwein und etwas Öl zum Anbraten. Und hier habe ich auch noch die ausgelösten frischen Bohnen. Ich habe die im Garten geerntet und jetzt zeige ich dir einmal, wenn du sie nämlich frisch, wenn sie noch nicht trocken sind, aus den Schoten löst, dann musst du sie nicht einweichen. Die kann man nämlich dann gleich so verarbeiten, weil sie ja noch nicht trocken sind. Kochen müssen sie aber trotzdem ca. 20 Minuten, bis sie gar sind. Bitte Bohnen oder Fisolen niemals roh essen. Die haben Stoffe drinnen, die wir nicht so gut vertragen. Ich bereite mir jetzt einmal alles vor. Und zwar werde ich den Knoblauch in Blätter schneiden und dann einfach nur so grob hacken. Die Zwiebel schneiden wir zuerst einmal ein, dann schneide ich sie in Fächer. Und jetzt schneide ich sie einfach schön herunter und bekomme gleich die Größe, die ich haben möchte. Und unseren Speck, den schneide ich mir in dünne Streifen. Mal die ersten Zutaten für unsere Bohnen vorbereitet. Ich habe schon etwas Öl in der Pfanne erhitzt, aber vorher schneiden wir noch die Paprika und die Paradeiser. Bei unserem Paprika entferne ich jetzt einmal das Kerngehäuse. Sie auf und schneide sie in grobe Stücke. Und unsere Paradeiser, meine Paradeiser sind deine Tomaten, die schneiden wir einfach nur so in Viertel. Weil die kommen dann ganz zum Schluss dazu. Die sollen nur warm werden und kurz ziehen, damit sie schön von der Struktur erhalten bleiben und sich nicht zerkochen. Jetzt bereite ich noch das Fleisch vor. Dafür wird es einmal auf beiden Seiten schön gleichmäßig geklopft. Dann würzen wir es mit Salz und Pfeffer. Tauchen es auf einer Seite in Mehl und mit dieser bemehlten Seite kommt es dann in das heiße Fett. Das Fleisch habe ich jetzt auf beiden Seiten scharf angebraten. Nehme ich aus der Pfanne und stelle es kurz warm. Und in den Bratenrückstand kommt jetzt einmal Zwiebel und Speck und das werden wir da drin auch schön glasig anbraten. Speck und Zwiebel sind jetzt gebraten und da gebe ich jetzt mal das Paprikapulver dazu.
Die Farbe des Paprikas löst sich ja nur im heißen Fett. Also nachträglich in ein Gericht Paprika zu geben, macht eigentlich gar keinen Sinn. Und jetzt lösche ich mit Rotwein ab und den lasse ich jetzt komplett verdampfen. Warum lasse ich den Rotwein verkochen? Ich möchte den Alkoholgeschmack nicht haben, aber ich möchte die Säure und die Fruchtigkeit. Du kannst natürlich auch einen Spritzer Essig dazugeben. Und jetzt habe ich mit Wasser abgelöscht. Dann kommen meine Bohnen und meine Paprika dazu. Muss ich noch etwas Wasser dazugeben. Und ich lege auch gleich das Fleisch ein. Und das werde ich jetzt alles für ca. 25 Minuten schmoren. Die Bohnen sind jetzt gar. Jetzt gebe ich noch meine Reststücke dazu. Lass das noch 2-3 Minuten ziehen. Die sollen ja nur warm werden. Und dann kann ich auch schon servieren. Einfach, schnell und lecker gekocht. Unser Naturkotelett mit Speckbohnen und Paprika. Freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Hier gibt es noch viele andere leckere Herbstrezepte. Schau doch einfach in die Playlist. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Liebe Grüße aus Österreich.